Topfgucker TV empfiehlt. Ich bin Rolf Meyer-Thibault. Ich habe in meinem Leben schon viel verschiedene Dinge getan, aber die wichtigsten sind eigentlich die Musik, das Kochen, Kultur und Reisen mit allen Facetten, die das Reisen auch mit dazu bringen. Nämlich, wenn man viel reist, lernt man viele Menschen kennen, sehr viele verschiedene Menschen, sehr interessant. Nachdem ich begonnen habe zu segeln und gesehen, was das so alles bietet, wenn man unterwegs ist mit der Segeljacht, war meine Idee Segeln für Feinschmecker. Ich bin ja ein Feinschmecker, oder wie man das auch nennen will. Und da hatte ich die Idee, eben das zu machen und den Menschen das zu zeigen, was es unterwegs an sehr guten Produkten gibt. Die Reisen mit dem Segeln, mit der Segeljacht bieten euch sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Leidenschaften wirklich auszuleben, und zwar in jedweder Hinsicht. Man hat, wenn man diese Menschen dort kennenlernt und diese Produkte hat, man kann irgendwo hinkommen, wo man die Austern direkt frisch vom Züchter hat, und dann wählt man den passenden Wein dazu aus oder empfiehlt einem sowas, und eigentlich immer ein Gesamtpaket machen von eben Essen, Esskultur, von Getränken dazu und auch die Kultur, die dann angeboten wird, kulturelle Ereignisse, Konzerte besuchen. Ich habe selbst sehr viele Konzerte dabei gegeben und ich habe einfach die Gelegenheit gehabt, alles, was mir Spaß macht, dort auszuleben auf dem Boot. Und die Menschen, die dabei waren, nehmen daran teil. Die haben das genauso gemacht, die haben das mitgemacht, und das war sehr schöne, das ist eine sehr schöne Angelegenheit und macht auch unheimlich viel Spaß. Meine Leidenschaften habe ich im Wesentlichen umgesetzt. Ich habe eigentlich immer das getan, was ich gewollt und gefühlt habe. Und das habe ich an andere Menschen weitergegeben. Und das hat sehr viel Freude gemacht und auch Freunde gebracht. Insofern kann ich nur auf eine sehr schöne Zeit zurückblicken. Und ist ja nicht vorbei, das Leben geht ja weiter. Heute mache ich für Sie einen wunderbaren Hecht, den wir bei der Fischerei Kuhn gekauft haben. Den bereiten wir auf eine sehr feine Art zu, wie sie hier regional gemacht wird. Das werden wir dann sehen. Da kostet nämlich mit Butter nicht gespart. Das ist eben bei uns hier so üblich. Und da gibt es einen sehr schönen lokalen Wein dazu. Es kommt auch noch ein Freund, der seine eigenen Weine mitbringt. Das verspricht also sehr, sehr interessant zu werden. Austern werden wir machen. Die sind nicht jetzt regional, aber ganz, ganz frisch. Von gestern haben wir die besorgt. Und noch eine schöne Tarte Tatin, sodass wir ein komplettes Menü haben. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich diese Geschichte machen kann für Topfgucker TV, und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, was wir heute gemacht haben, und würde mich auch ein paar freuen auf die Reaktion und wenn Sie versuchen, diese Dinge mal nachzukochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de